Das Schlimmste, was dir als Mann passieren kann, ist, du lernst eine Frau kennen, magst sie wirklich sehr und sie fängt an, dich zu manipulieren. Und du merkst es nicht einmal. Du öffnest dich, wirst emotionaler, verletzlicher und dann von der einen auf die andere Sekunde, sie wird plötzlich kalt, spielt Spielchen mit dir und du weißt gar nicht, wie du damit umgehen sollst. Heute in diesem Video werden wir über die Manipulationstechniken von Frauen reden und wie du nicht mal merkst, dass diese Frauen dich manipulieren. Und ganz, 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 ganz wichtig, das Ganze hier, mein Versprechen an dich ist, wird dir Jahre an Kopfschmerzen ersparen. Denn ich kenne mehr als genug Beispiele, mehr als genug Männer, die in Beziehungen gegangen sind, sich dachten, weißt du was, ich bin super gut mit Frauen, easy, das kriege ich hin. Ich merke das ja sofort, wenn sie diese ganzen Red Flags hat. Was passiert? Ein paar Wochen, ein paar Monate, ein paar Jahre später, diese Frau macht das Leben von diesem Mann zur Hölle. Und das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass du mit dieser Art von Frau ein Kind hast, weil das Kind, das kann absolut nichts dafür. Und das heißt, wir wollen heute ein bisschen präventiv sein, damit so eine Situation nicht passiert. Und wenn du dich in so einer Situation befindest oder immer wieder in dieses Muster kommst, solche Frauen zu bekommen, dann wird dir das hier helfen. Mein Name ist Matt Alvarez. In den letzten paar Jahren habe ich über 400 vielbeschäftigten Männern geholfen, dieses Thema hier in den Griff zu bekommen, die richtige Art von Frau kennenzulernen und sie auch zu behalten. Weil wenn du ambitioniert bist, wenn du in deinem Leben viel tust, ganz ehrlich, du hast Wichtigeres zu tun, als irgendwelche Red Flags von der Frau die ganze Zeit zu managen und deine wertvolle Lebenszeit zu verschwenden. Das ist meine persönliche Philosophie und ich bin der Überzeugung, ja, Bro, mach was anderes mit deiner Zeit, ganz ehrlich. So, fangen wir an mit dem Thema Love Bombing. Das heißt, dass du eine manipulative Beziehungstaktik erfährst von der Seite der Frau aus. Und es sieht dann meistens so aus, dass sie dir super viel Aufmerksamkeit gibt, super viele Geschenke und Affirmationen. Affirmation heißt in diesem Kontext nichts anderes, als dass sie dir sagt, ey, du bist so toll, du bist der Wahnsinn. Und sie fängt an, so schnell zu investieren. Und man denkt ja natürlich im ersten Moment, boah, das ist eine gute Sache. Wenn eine Frau emotional investiert ist, sagt, ich liebe dich, du bist der Wahnsinn, du bist dies, du bist das, du bist jenes, ist ja eigentlich nichts Schlechtes. Doch ich werde dir die zwei Phasen von diesem Heiß-Kalt-Spiel einmal ganz kurz im Detail erklären und ich werde dir auch ein Beispiel dazu geben. Weil man denkt im ersten Moment, ja, das ist super, das ist genau das, was ich haben will. Pustekuchen ist es nicht. Und du wirst auch merken, warum. Ich habe damals eine Frau kennengelernt und die war am Anfang super investiert. Und ich habe sie angesprochen. Ich war so, boah, weißt du was, du bist voll der Wahnsinn, du bist so cool und dies und das und jenes. Und du musst dir vorstellen, das hier war die Baseline an Komplimenten, die ich normalerweise bekomme in so einer Interaktion. Ich habe mal gemerkt, dass sie überproportional viele Komplimente gemacht hat, was mir schon in dem Moment ein bisschen komisch vorkam. Wir haben ein bisschen mehr geredet und ich habe gemerkt, dass sie sehr viel an Annäherung von ihrer Seite aus gebracht hat, dass sie den Körperkontakt gesucht hat. Und grundlegend ist es ja, wie gesagt, eigentlich ein gutes Zeichen, dass sie investiert ist in das Gespräch, in die Konversation. Problematisch wird es aber nur, dass wenn diese Frau zu viel macht, dann tut sie es gar nicht wegen dir. Sie tut es, weil sie eine massive Bedürftigkeit fühlt und in irgendeiner Art und Weise ein Loch, was in ihr ist, füllen will. Und um Gottes Willen, das habe ich nicht so gemeint, wie es gerade rübergekommen ist. Ich hoffe, du verstehst, was ich meine. Sie versucht diesen Mangel, der in ihrem Leben ist, sie versucht den zu füllen, indem sie viele Komplimente gibt, eine schnelle Annäherung versucht, also so gesehen ein Love-Bombing betreibt. Was du aber gleichzeitig merkst in Phase 1 ist, dass diese Frau nicht wirklich da ist. Was meine ich damit? Diese Frau, wenn du mit ihr zu tun hast, du redest, aber du hast nicht so wirklich das Gefühl, dass sie bei dir ist. Du hast nicht wirklich das Gefühl, dass sie zuhört und dass sie engagiert in der Konversation ist. Und das wird interessant in Phase 2. Denn in Phase 2, sobald du einmal gehookt bist, also das heißt, sobald du einmal investiert bist in die Beziehung, wird sie mit Abstand kommen, mit Desinteresse kommen und in dem Moment bist du aber schon emotional drin. Der Schneidepunkt hier ist, dass es im ersten Moment sehr warm ist, sehr angenehm, fühlt sich gut an, aber langfristig ist es nicht mehr interessant, weil diese Frau, diese Art von Frau, die braucht extrem viel Stimulation, die braucht extrem viel Action, da muss immer was passieren, sie muss irgendwas haben, nachdem sie gehen kann. Und wenn du das nicht mehr bieten kannst, wirst du boom, uninteressant und du wirst weggecuttet. Und ich will den Punkt nochmal betonen, sie wird dir sehr viel, unüblich viel am Anfang geben. So, das heißt nicht nur so ein paar Komplimente hier und da, sondern wirklich, sie versucht so viel wie möglich dir zu geben. Und sobald du einmal da drin bist,
über ein paar Tage, über ein paar Wochen, also wirklich so eine Achterbahn hast, so kannst du dir das vorstellen. Das ist so eine Achterbahnfahrt und dann, boom, geht es wieder runter. Und damit du das vermeidest, musst du hier den ganzen Nonsens im Keim ersticken. Und wir werden gleich noch über die Red Flags reden, auf die du aufpassen musst. Denn sehr viele Coaching-Teilnehmer, die kamen zu mir und hatten Frauen, die solche Charakteristiken hatten. Und da wir die jetzt aus ihrem Leben entfernt haben und die eine Fülle an Optionen haben, die Fähigkeit haben, egal wo sie sind, Frauen kennenzulernen, ist das ja kein Thema. Und ich will dir diese Red Flags auch gleich noch geben. Der Punkt ist, das Ganze ist in zwei Phasen unterteilt und jetzt wird es wichtig. Wenn du versuchst, dann aus Phase 2 so gesehen rauszukommen, wird sie switchen und dir wieder Wärme geben, dir wieder Zuneigung geben und so tun, als wäre gar nichts passiert. Und dieser Cycle, dieser Zyklus, der geht die ganze Zeit so weiter. Was du tun musst, ist, wenn du das merkst, du musst komplett das Ganze beiseite schieben. Und das Problem ist, dass sehr viele Männer das nicht tun. Warum? Entweder ist es ein Mangel an Optionen oder es ist irgendein Trauma, was sie weiterhin am Leben lassen. Darüber werden wir gleich reden. Ganz wichtig, so sieht das aus. Versuch das Ganze wie so ein Schachspieler zu sehen. Denn ich will ganz kurz mit dir über das Konzept der Opportunitätskosten reden. Denn in der ersten Konsequenz wird sich das gut anfühlen. Du bekommst Bestätigung, das ist der Wahnsinn, nur dann merkst du, dass es Katastrophe ist, dass es unangenehm ist, dass du gar nicht mehr weg davon kommst. Es ist wie eine Droge. Es ist wirklich wie eine Droge. Und du willst dich halt so weit und so fern wie möglich davon halten. Und bei den Opportunitätskosten ist es wichtig, dass du das Verhalten bereits im Kleinen erkennst, also innerhalb von einer kurzen Dauer, wo du mit ihr zu tun hast, weil wenn du da logisch genug und mit genug Abstand sie betrachten kannst, siehst du, okay, das wird hier, hier und hier sich gut anfühlen, aber ab da geht es in eine katastrophale Richtung. Ich gebe dir ein anderes Beispiel für Opportunitätskosten, damit das ein bisschen klarer ist. Stell dir vor, du kaufst einen Fernseher. Die erste Konsequenz davon ist, geil, ich habe einen Fernseher. Und ich kann Netflix schauen, ich kann. Gott, ich habe irgendeinen Frosch im Hals. Ich kann Netflix schauen, ich kann mir irgendwelche Sachen reinziehen, ich kann PlayStation zocken, was auch immer. So, die erste Konsequenz fühlt sich gut an. Die zweite Konsequenz ist, du bleibst vielleicht aber zu lange wach. So, und hast zu viel Geld für diesen Fernseher bezahlt. Die dritte Konsequenz ist, weil du zu lange wach bleibst, hast du am nächsten Tag schlechtere Laune und so weiter. Das heißt, die erste Konsequenz ist zwar eine gute, aber alles, was danach kommt, ist schlecht. Und im Leben gibt es das Konzept der Dualität. Das heißt, dass für positiv, negativ gibt, für Frau gibt es Mann, für Licht gibt es Schatten und so weiter und so fort. Das heißt, wir leben immer in einem Yin und in einem Yang. So kannst du dir das vorstellen. Und diese Dualität, die hast du auch hier bei den Opportunitätskosten. Wenn sich eine Sache am Anfang super, super gut anfühlt, wird sie wahrscheinlich super, super anstrengend weiter unten. Wenn sich eine Sache am Anfang relativ schwer anfühlt, dann wird alles andere danach einfach. Stell dir vor, du bist im Gym, das allererste Mal ist es schwer, anstrengend, doch dann, je öfter du es machst, desto einfacher, desto entspannter wird es für dich. So kannst du darüber nachdenken. Und diese Opportunitätskosten und diese Dualität, die musst du auf das Kennenlernen anwenden und schauen, okay, kann ich mit dieser Frau rein logisch langfristig zu tun haben? Wenn sie jetzt schon anfängt, ihr ganzes Leben nach mir zu richten, ohne dass wir uns kennen, ohne dass wir wirklich zu tun haben, ist das was Positives? Oder, weil sie kennt mich nicht, oder ist es jetzt gerade irgendwie so eine Frau, die extrem viel Stimulation braucht? Und das Thema mit der Stimulation, dazu kommen wir jetzt gleich noch. Weil diese Art von Frau springt dann von einem Mann zum anderen. Und damit du erkennst, wo das Problem ist, musst du dir grundlegend die eigentliche Frage stellen, mag sie dich für dich oder für das Bild von dir? Weil wenn sie dich für dich mag, dann kannst du den Grandpa bzw. Grandma-Test nutzen. Das ist eine Sache, die ich den Coaching-Teilnehmern bei uns immer gebe. Das heißt, dass du was super Langweiliges mit ihr machst, dass du deinen normalen Arbeitsalltag hast, sie macht auch ihr Zeug und ihr braucht nicht wirklich viel.
Ihr braucht keine Stimulation. Ihr geht einfach nur spazieren. Du musst dir nichts Krasses holen. Es ist nichts Fancyes, sondern es ist einfach nur, ihr habt eine gute Zeit zusammen. Wenn sie dich für dich mag, dann wird sie das genießen, weil sie dann auch deine negativen Seiten sieht. Wenn sie dich für das Bild von dir mag, dann wirst du das Gefühl haben, dass sie nicht wirklich da ist. Dass sie die ganze Zeit irgendwie Stimulation braucht, dass sie dir nicht wirklich zuhört. Und das ist nicht angenehm. Und jetzt will ich über die vier Red Flags reden, die du wahrscheinlich bemerkst oder bemerken solltest, wenn du mit dieser Art von Frau zu tun hast. Nummer 1, sie hört nicht wirklich zu. Das haben wir gerade eben besprochen. Nummer 2, sie lügt. Und das ist eine Sache, die ziemlich interessant ist, weil diese Art von Frau, die wird dann meistens kommen und dir ein Bild von ihr präsentieren, was in Wahrheit gar nicht so akkurat ist. Sie wird sagen, ja, eigentlich bin ich eine ehrliche Person und eigentlich bin ich dies und eigentlich bin ich das und eigentlich bin ich jenes. Ist schön und gut, aber wenn du eine Sache wirklich von diesem Video mitnehmen kannst, das ist Regel Nummer 1 auch bei uns. Du hörst niemals auf die Wörter von einer Frau. Du achtest immer auf die Taten. Das haben wir bei uns in der gesamten Company als grundlegende Regel festgesetzt, dass wir sagen, okay, wir hören niemals auf die Wörter von Menschen, sondern wir achten immer auf die Taten. Und genauso sollte es auch bei Frauen sein. Achte niemals auf die Wörter von denen. Achte niemals darauf, was sie sagt, weil das, was sie sagt, ist vielmehr ein Bild von dem, was sie dir kommunizieren möchte oder ein Ideal, was sie dir vorgeben möchte, versus dass das wirklich der Fall ist. Denn was wahrscheinlicher der Fall ist, ist, dass sie das sein will, aber dass sie das gar nicht wirklich ist aktuell. Und zwischen ihrer Ist-Situation und ihrer Zielsituation ist so eine massive Diskrepanz. Und das merkst du im Kleinen bereits. So, die kleineren Sachen. Sie sagt zum Beispiel, ich bin super ehrlich. Und was passiert dann? Sie lügt. Kleines Beispiel dazu, ich habe ein Mädel angesprochen, wir hatten eine gute Zeit und die meinte die ganze Zeit, ja, ich bin so voll die ehrliche Person, bla 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 bla. Und dann hat ihr Typ angerufen. Und mit ihr Typ meine ich nicht einen Typ, mit dem sie bereits zusammen ist, sondern zumindest nach ihr, zumindest jemand, der mit dem sie so ein bisschen zu tun hat, ne, den sie gerade datet. Und der Typ ruft dann und siehst du, ja, ich verbringe gerade Me-Time und ich sitze einfach neben ihr. Du musst dir vorstellen, ich sitze neben ihr, während sie das sagt. Und ich denke mir so, du hast mir gerade eben gesagt, dass du eine ach so ehrliche Person bist. Das ist der große Bullshit. Du erkennst an diesen Kleinigkeiten sofort, ob diese Frau grundlegend einen positiven Benefit, einen Mehrwert in dein Leben bringen kann oder nicht. Und wenn sie lügt, muss sie raus. Punkt. Weil du willst sowas nicht. Und scheu dich auch bitte nicht davor, weil davor habe ich mich damals gescheut. Ich habe mich damals davor gescheut, Dinge anzusprechen. Und ich würde an deiner Stelle die Sachen einfach ansprechen und dann so schnell wie möglich da rausgehen. Weil das hier ist anstrengend. Das hier ist wirklich anstrengend und kann dich langfristig kaputt machen. So, Nummer 3, starkes Bedürfnis nach Stimulation. Du wirst merken, dass diese Frau Aufmerksamkeit braucht, dass diese Frau sich immer wieder irgendwie billigem Dopamin hingeben will. Was kann billiges Dopamin für eine Frau sein? Feiern gehen, Aufmerksamkeit bekommen, von anderen Männern sich auf Social Media präsentieren, mit anderen Typen was haben. Und so eine Frau, versuch sie nicht zu ändern. Es gibt Männer, die so drauf sind, es gibt Frauen, die so drauf sind. Versuch diese Art von Frau nicht zu ändern. Weil oftmals ist in unserem Kopf wie, okay, wenn wir jetzt eine Frau haben, die vielleicht eine Vergangenheit hat, die sehr turbulent war, um es mal sehr, sehr milde auszudrücken, dann können wir sie ändern. Nein. Nein, 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 nein. Lass sie machen, wie sie will. Lass sie wirklich machen, wie sie will. Dieses Bedürfnis nach Stimulation ist, billiges Dopamin zu bekommen, so schnell und so viel wie möglich. Und ich habe hier eine Geschichte von einem Kollegen von mir, der war 2 Jahre mit einer Frau zusammen. Ich glaube, ich habe die Geschichte mal erzählt. Der war 2 Jahre zusammen mit seinem Mädel und sie meinte gegen Ende, ja, irgendwie das ist mir zu langweilig, bla bla bla, ich will mich ausleben und so weiter. Und du weißt, jedes Mal, wenn eine Frau sagt, ja, ich will mich ausleben, ich will die Welt sehen, heißt es eigentlich, okay, ich habe den Respekt vor dir verloren, Mann. Jetzt will ich rausgehen. Und was passiert? Sie lernt einen Typen nach dem anderen kennen, direkt nach der Beziehung. Versuch sie nicht zu ändern. Sie will nicht geändert werden. Du bist nicht da, um sie zu retten, du bist da, um sie zu beschützen. Diese Art von Frau, wenn du merkst, dass das nicht zu deinem Lifestyle und zu deinem Leben passt, dass du eigentlich etwas Langfristiges, Sicheres haben willst, ah. Okay? Punkt Nummer 4, starke emotionale Schwankungen. Wenn du merkst, dass eine Frau den hier hat, dann führt es meistens dazu, dass sie nicht logisch mit sich argumentieren lässt. Das führt meistens dazu, dass sie versucht, dich emotional in eine gewisse Richtung und in eine gewisse Bahn zu lenken und das willst du nicht.
Das sind Red Flags, auf die ich direkt am Anfang achten würde. Also solche Sachen siehst du bereits beim ersten Date. Du kannst beim ersten Date sehen, wo sie nicht wirklich zuhört. Du siehst, ob sie lügt oder nicht, bei Kleinigkeiten. Es sind die kleinen Taten, es sind nicht die großen Sachen. Daran erkennst du es, da habe ich dir eben ein Beispiel gegeben. Starkes Bedürfnis nach Stimulation. Wenn sie die ganze Zeit hin und her guckt, andere Leute anschaut und so weiter, dann merkst du, okay, sie braucht die ganze Zeit neuen Einblick. Sie kann das gar nicht genießen und in Ruhe mit dir sein. Und starke emotionale Schwankungen ist halt, wenn sie dir super schnell super viele Komplimente gibt, schnelle Annäherungen versucht, aber dann auch dementsprechend proportional dazu das Gegenteil hat. So, und jetzt, bevor wir das Ganze hier beenden, will ich dir noch eine Sache sagen, die mir extrem am Herzen liegt. Wenn ich so solche Videos drehe, dann drehe ich diese Videos ja meistens, um dir Kopfschmerzen, wirklich Jahre an Kopfschmerzen zu ersparen, die ich mir persönlich gegeben habe. Oder die Coaching-Teilnehmer von uns hatten, by the way, wenn du sagst, ey, yo, ich finde das alles interessant und ich will das Problem einfach mal bei mir lösen und das individuell angehen, unten in der Beschreibung findest du einen Link für ein kostenloses Beratungsgespräch. Dort werden wir eine Stunde, anderthalb, zwei Stunden komplett deine Situation durchgehen, sodass das hier niemals passieren wird und niemals passieren kann. Ja, wenn du Bock haben solltest. Der Punkt ist, ich mache all diese Videos in der Hoffnung, dass du etwas mitnehmen kannst. Dass du sagst, ey, dadurch werde ich ein besserer Mann. Weil, ist ein geiles Gefühl. Ein Bild, was ich aber nicht kommunizieren will, ist, dass du denkst, dass alle Frauen so sind. Weil das stimmt nicht. Nicht alle Frauen sind so. Ich habe wundervolle Frauen kennengelernt, in dem Moment, wenn ich meinen Standard erhöht habe. In dem Moment, wenn ich das ja gar nicht mehr zugelassen habe. Und nicht jede Frau wird dein Leben zur Hölle machen, denn du lässt es ja von dieser Frau zur Hölle machen. Du bist ja in Kontrolle. Es ist nicht so, dass die Frau irgendwas tut und dann, verdammt, sie hat es getan, ich weiß nicht, was ich tun soll. Du bist ja in Kontrolle. Das heißt, meine Bitte an dich ist, realisiere, dass genauso wie es gute Frauen gibt, dass es schlechte Frauen gibt. Genauso wie es gute Männer gibt, gibt es schlechte Männer. Und wenn wir über solche Themen reden hier auf dem Kanal, soll dir das umso mehr einfach nur das Feld räumen von all den schlechten Frauen, sodass nur die guten Frauen übrig bleiben. Und das ist meine persönliche Hoffnung, dass das auch rüberkommt, dass du dir bewusst bist, okay, ey, das ist Yin und Yang. Frau, Mann, es ist nicht wir gegen die. Es ist vielmehr, lass uns gemeinsam gut sein und dafür musst du on top of your game sein. Dafür musst du all diese Dinge wissen, sodass du gar nicht in die Falle tappst. Weil, wie gesagt, ich kenne Männer, die in diese Falle tappen und die Jahre ihres Lebens verschwenden und dann ihre Prime, also wirklich ihre Prime, komplett los sind. Und dann sind sie verbittert und sind so, ja, alle Frauen sind schlecht. Stimmt nicht. Stimmt nicht. Die Frauen sind schlecht in Reaktion auf dich. Weil die eine Frau, die so schlecht ist zu dir, die wird wahrscheinlich sich absolut genial verhalten bei einem anderen Mann. Weil sie weiß, dass wenn, sobald sie irgendeine dumme Kacke tut, ist sie raus. Und es wäre cool, wenn du dieser Mann wirst. So, ich hoffe, es hat dir gefallen. Wir sehen uns das nächste Mal. Dein Matt.